Amigos-Sänger Karl-Heinz nach Tod seiner Doris, 71, diese Frau ist jetzt für ihn da. Das Jahr 2024 hat für Amigos-Sänger Karl-Heinz bereits schlimm begonnen. Seine Frau Doris erlag ihrem Krebsleiden. 44 Jahre waren die beiden ein Herz und eine Seele. Ein Schock, denn plötzlich stand er allein da, bis jetzt. Doris hat gekämpft, und doch hat sie verloren. Karl-Heinz Ulrich, 75, hat sogar öffentlich Abschied von seiner geliebten Frau genommen. Amigos-Sänger sucht Hilfe. In einem Gespräch mit Meine Melodie erzählte Karl-Heinz nun von seinem Schmerz. Er müsse nun lernen, wie die Spülmaschine funktioniert, wie die Waschmaschine geht, wie ich mir etwas zu essen machen. Seine Doris hat immer so viel für mich gemacht. Auch den ganzen Haushalt. Diese Hindernisse zu bewältigen sind für Karl-Heinz mühsam. Deshalb hat er nun Hilfe, und zwar von seiner Schwester Marina, 66. Die kleine Schwester, die auf ihren großen Bruder achtet. Sie schaue jeden Morgen und jeden Abend nach ihm. Ist für ihn da, hält ihm den Rücken frei. Doch Karl-Heinz möchte dennoch eine Haushaltshilfe engagieren. Karl-Heinz Ulrich, jetzt sitze ich alleine da. Doch Hilfe hin oder her, niemand wird ihm seine Doris ersetzen. Sie fehlt ihm, jede Minute, besonders abends. Die beiden saßen immer gern zusammen und redeten bis spät in die Nacht. Jetzt sitze ich alleine da, sagt Karl-Heinz traurig.